Hallo und herzlich willkommen zum Let's Play von Diablo 3. Endlich konnte ich mich mal einloggen. Dann legen wir auch direkt mal los. Ich habe mich ja entschieden für den Dämonenjäger, da er meiner Meinung nach ziemlich schnell viel Schaden austeilen kann. Und ja, die anderen werde ich vielleicht in Zukunft irgendwann mal so einzeln vorstellen. Ich werde erstmal alleine spielen, da der Steffen momentan auf einer LAN-Party ist. Mit ein paar Freunden. Die spielen da so zusammen Diablo 3. Wahrscheinlich wird er auch so einen Zusammenschnitt irgendwann mal später hochladen. Ja, wie gesagt, ich werde erstmal alleine spielen. Und dann ab Albtraum oder Hölle werde ich dann zusammen mit Steffen eine Art Koop machen. Dann legen wir mal direkt los. Dämonenjäger spiele ich, genau. Der sah vorhin aber besser aus. Spiel starten. Ich glaube, es kommt ein Video. Aber das haben wir schon gesehen bei Folge 000. Dann kann ich es direkt überspringen. Okay. Nur die Toten riechen derart übel. Es fängt also direkt an wie in der Beta. Oh, hier ist ein Schild. Nee, da kann man nichts machen. Bin ich mal gespannt, was sich hier geändert hat von der Beta zur Vollversion. Also im Intro habt ihr ja gesehen, da ist irgendein Meteor oder irgendein Stern auf die Kathedrale gefallen und jetzt. Ich bin hierher gereist, um den gefallenen Stern zu finden. Richtig. Und das Böse, das von ihm ausgeht, aus diesem Land zu tilgen. Richtig. Und jetzt versuchen wir es gab nur eine zur Überlebende. Lea. Kathe. Prale vorzudringen und Kane oder Kain, wie das ausgesprochen wird, zu retten. Deckard Kane. Es kommen immer mehr. Wachen, öffnet das Tor. Ich habe noch nie jemanden so kämpfen sehen. Ihr findet Lea. Ich habe ja noch nicht viel gemacht. Wer ist das? Der Neue? Ich bin gekommen, um mehr über den Fall des alten Tristram zu lernen. Das hier ist näher an der Geschichte der Stadt als Reisender Gelehrter, okay. Die Kirche von Zakarum ist in Kann ich hier schon was kaufen? Habe ich ein paar richtig hübsche Könnte ich, wenn ich so viel Geld hätte. Oh, ich habe ja schon 1400. Wo ich kommt das denn her? Wie ein Irrer, damit ich dir diese feinen Waren ja. Ich habe Marco. Ach, der Handwerker kommt später erst. Den muss man erst freischalten. Oh, hier ist ja direkt ein Buch. Viele Jahre lang hatten die Dorfbewohner viel zu viel Angst davor, in die Nähe der Ruinen der verfluchten Stadt Tristram zurückzukehren. Doch mit der Zeit kamen mehr und mehr Abenteurer, um in der alten Kathedrale nach Schätzen zu suchen. Es wurden so viele, dass man, um sie beherbergen zu können, Neu-Tristram gründete. Heute wird die Stadt nur noch von wenigen Reisenden besucht und hauptsächlich von Handwerkern und Bauern bewohnt. Ganz interessant, wirklich. Lea, richtig? Rumford sagte, ihr habt den Einschlag des fallenden Sterns überlebt. Das habe ich. Doch er riss meinen Onkel Deckard Kane in die Tiefen der alten Kathedrale. Ich versuchte ihn zu finden, doch die Toten erhoben sich bereits. Ich kam zurück, um die Miliz zu alarmieren, doch... Passt auf, die Verwundeten! Sie verwandeln sich! Die Verwundeten. Im Training sah sich aus. Für die Wirtschaft ist das der Tod. Wieso? Ich hab doch gerade Geld bekommen. Ja. Die Toten werden uns überwältigen, wenn niemand etwas unternimmt. Dann werde ich ihnen ein Ende bereiten und eure Stadt retten. Genau. Habt Dank. Ihr solltet mit Hauptmann Rumford am Tor sprechen. Er kann euch sagen, was zu tun ist. Genau, also das, was die Miliz nicht schafft, das schaffen wir alleine, oder was? Werft ein Messer, das Gegner aufspießen kann. Wie mache ich nochmal, dass ich sehen kann, wie viel... Da. 250% Waffenschaden. Jo. Ich habe ja nichts anderes zur Auswahl momentan. Runen werden ab Stufe 6 freigeschaltet. Ah ja. Bogenschießen 19, 30, 10, 20, 30. Elementpfeil. Aha, okay. Na, da müssen noch ein wenig leveln.
bis wir die guten Skills bekommen. 10.000 kostet das. Da habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, dann verdopple ich eigentlich nur den Inhalt. Das wird teuer. Ah, und ich habe was vergessen. Ich glaube, da ist nämlich noch ein Buch. In Leas Zimmer. Da. Seit 6 Tagen werden wir nun schon belagert. Onkel Deckard wird weiterhin vermisst. Hauptmann Rumford und die anderen verlieren die Hoffnung. Ich sage ihnen, sie sollen nicht aufgeben, aber wenn nicht bald Hilfe eintrifft. Ja, ich bin doch da. Die Kiste kann ich nicht öffnen, okay. Hier kann ich was kaufen. Bringt mir alle Schätze, für die ihr keine Verwendung habt, und ich gebe euch ein wenig Geld dafür. Dann könnt ihr schon mal an. Gut, dann gehen wir mal erstmal hier rein. Da müsste irgendwo auch ein Buch liegen. Das Tagebuch von Deckard Cain. Richtig. Wir sind endlich bei Tristrams alter Kathedrale angekommen. Hier begann Diablo, Herr des Schreckens, die Menschheit erneut zu verderben. Hier finde ich vielleicht endlich die Antworten, die ich suche. Lea sorgt sich um meine Sicherheit, aber ich glaube, dass ich hier Informationen finden kann, die für den Sieg über die letzten Herrscher der brennenden Höllen unerlässlich sind. Was ich noch nicht ganz verstehe, vielleicht verstehe ich das ja falsch, aber war in Diablo 2 die Kathedrale nicht vollständig zerstört? Und jetzt auf einmal war sie wieder da und wurde von einem Meteor getroffen. Oder verstehe ich das nur falsch? Wie kann ich dabei helfen, die lebenden Toten zu bekämpfen? Ich bewundere euren Mut, aber Hauptmann Dalton und die Miliz wurden von diesen Dingern abgeschlachtet. Nur ich habe überlebt. Ja? Macht euch keine Sorgen, ich werde ihren Tod rächen. Nun, ich habe euch kämpfen sehen. Erledigt die scheußlichen Mütter und ihre Königin. Sie sind diejenigen, die diese Abscheulichkeiten hervorwirken. Sie greifen die Barrikaden an! Ich frage mich auch, was sich das ausgedacht hat. Ein Zombie, der andere Zombies auskotzt. Von diesen scheußlichen Müttern. Oh, Stofftuniker. Die Straße hinunter gibt es noch mehr von ihnen. Hallo? Stirbst du? Okay. Wow, meine erste Rüstung. Neues Wissen. Was ist das? Achso, das kommt, glaube ich, jedes Mal, wenn man einen neuen Gegner findet, oder? Ich, Deckard Cain, war viele Jahre lang auf Reisen und habe über die seltsamen Kreaturen dieser Welt geschrieben. Doch der Anblick der scheußlichen Mütter verfolgt mich bis heute. Sie sind das, was von Königin Asylas abgeschlachteten Kammerzofen übrig geblieben ist, nachdem sie von niederträchtiger Magie entstellt wurden. Jetzt laben sie sich an Leichen und wirken sie wieder als lebende Tote hervor. Ja, genau. Straße nach Altristram. Okay. Das ist ja alles noch aus der Beta bekannt. Das ist ja jetzt nicht wirklich was Neues, muss ich sagen. Schon wieder neues Wissen. Aber ich möchte mir jetzt nicht zu jedem Gegner das Gebabbel, sage ich mal, vom Cain anhören. Ich frage mich nur, wie ich das Let's Play gestalten soll. Das Problem ist ja, dass ich nach jedem Neustart, sage ich mal, oder jedes Mal, wenn ich ein neues Spiel aufmache, sich die Maps per Zufall aufbauen. Ich glaube, ich werde einfach so komplett durchrennen und alles aufdecken, was ich finden kann. Also ich werde jetzt nicht jedes Mal ein neues Spiel aufmachen oder so. Es sei denn zum Beispiel, ich suche speziell nach Items beim Händler. Dann werde ich mich wahrscheinlich mehrmals einloggen, bis ich das Item gefunden habe. Neues Wissen. Oh, da kotzt die wieder. Die hat ein Messer im Kopf, oder? Nee. Oder? Das sah gerade eben so aus.
Hallo? Aufheben, ja. Baumstumpf. Ah. Ein Baumstumpf. Hä? Oh, erstmal hier. Ein Reisetagebuch. Während ich in einer Höhle auf Schatzsuche war, wurde ich eines entsetzlichen Anblicks gewahr. Ein Berg Leichen. Unfassbarerweise begannen sie sich zu erheben, während ich sie nach Gegenständen von Wert durchsuchte. Ich muss in Neu-Tristram davon berichten, bevor es zu spät ist. Okay. Wovon auch immer du redest. Oh, schon wieder ein Buch. Das gibt's ja gar nicht. Erstmal hier die Gegner beseitigen. Die Gerüchte über Vater und noch Schlimmeres werden von Tag zu Tag mehr. Was ist mit Tristram und seinem König geschehen? Ich dachte einmal, dass Leoric ein großer Mann sei. Aber wie es scheint, habe ich mich getäuscht. Wir alle haben uns getäuscht. Er lässt unsere dürftige Armee im Morgengrauen gegen die Westmark marschieren. Was soll aus uns werden? Ja. Der König Leoric, der Verrückte. Varif! Sagt Bus, den kennt keiner. Das ist der aus Diablo 2, der uns immer herumkutschiert hat. Da liegt er, tot. Gut. Wahrscheinlich hat er auch so eine Art Tagebuch bei sich. Ja. Oh, Baumstumpf. Da lesen wir es mal. Nach 20 Jahren kehre ich nach Kanduras zurück. Die Bürde meiner endlosen Fehlschläge und Tragödien lastet schwer auf meinen Schultern. Ist dies die Strafe dafür, dem Fremden bei der Jagd auf den dunklen Wanderer geholfen zu haben? Ich habe Deckard Cain immer für ein bisschen wahnsinnig gehalten. Aber vielleicht hatte er recht. Vielleicht kann er den Schatten bannen, der über mir schwebt. Mhm. Ich glaube, diese legendären, beziehungsweise die seltenen, nee, nicht seltenen, doch die legendären Items, die kriegt man erst viel, viel, viel später. Weil die ein sehr hohes Item-Level haben. Das heißt, wir müssen uns vorerst mal mit magischen und, wenn wir Glück haben, den gelben, also den seltenen Items vergnügen. Diese unheiligen Kreaturen können nun ruhen. Hab ich gar nicht drauf geachtet. Ich habe die eine Mission erfüllt. Mit den kurzen Mittern. Ta-da-ta-da. Oh, hier ist was, wo man reingehen kann. All diese Truhen sind leer. Irgendetwas stimmt hier nicht. Schatzsammler. Oh, was Blaues. Mal was Neues. Oh, erhöhte Angriffsgeschwindigkeit. Das gefällt mir. Wow. Also bei dem Tempo, wo ich hier spiele, da kann man wirklich ein paar zigtausend Folgen machen. Aber ich möchte auch nicht unbedingt hier durchlaufen. Ich möchte mir schon alles in Ruhe anschauen. Wann kriege ich eigentlich den Dauerfeuer-Skill? Bola-Schuss kriege ich ab 11. Schnellfeuer ab 5. Und jetzt sind wir 3. Dann dauert das noch ein bisschen. Jetzt kommt der erste kleine Zwischengegner. Diablos Übel besteht hier noch immer fort. Ich bin relativ schnell zum Brasilien. Das ist ja nicht so, nicht so stark. Wie? Noch nicht mal blaue Items. Gibt's ja gar nicht.
Was sind das für Bosse hier? Aber hier. Auch nicht. Oh mein Gott. Ihr wollt mich doch verarschen. Wahrscheinlich kommen die ganzen guten Sachen wirklich erst später. Ein düsterer Keller. Hier müsste so ein Schatzsammler sein, oder? Ja, da hinten. Teleportiert dich bloß nicht weg. Gut. Flinke Schuhe. Was haben wir denn bekommen? Eine Rüstung. Und Schuhe. Hä? Aber, ja. Naja gut, dann können wir wenigstens schneller laufen. Was auch immer uns das bringen soll. Hier liegt Gold, ganz toll. Gold. Was ist das denn? Mäuse? Ogden und seine Frau haben Großmutter und mir angeboten, weiterhin bei ihnen zu leben. Ich denke, das werden wir auch, nun da die Tage der Sorgen vorbei sind. Mich plagen noch immer schreckliche Albträume und ich hoffe, dass sie nachlassen. Aber es scheint, sie werden immer stärker. Ich glaube, Gillian war aus Diablo 1 die Kneipenwirtin, oder? Glaube ich. Ich kann mich natürlich auch irren. Dann gehen wir wieder zurück in die Stadt und holen uns mal die Lea. Nee, es wollte die Leiche plündern. Hm, toll. Hallo? Danke für eure Hilfe. Aber könntet ihr vielleicht ein Wörtchen mit Lea sprechen? Sie will die Idee, ihren Onkel zu retten, einfach nicht aufgeben. Und das sollte sie auch nicht. Ich werde ihr helfen, ihn zu finden. Toll. Kommt, lasst uns auf die Suche nach eurem Onkel gehen. Hä? Zuerst müssen wir in die Kathedrale gelangen. Die Wachen hatten ihre Tore verschlossen, bevor sie aus dem Hinterhalt angegriffen wurden. Rumford hat mir erzählt, dass sie sich bis zu Adrias Hütte durchgekämpft hatten. Der Schlüssel muss noch immer dort sein. Okay, also zuerst soll ich ihr sagen, das ist eine doofe Idee und das Erste, was du sagst, ist, lass uns gemeinsam zur Kathedrale gehen. Nee, hier kann ich ja auch Sachen kaufen und verkaufen. Dann verkaufe ich mal alles Weiße. Oh, einen Gürtel habe ich noch nicht an. Soll ich aber nicht verkaufen. Das kann ich hier leider alles nicht verwenden. Naja, dann gehen wir mal. Alten Ruinen. Hier, lasst mich das Tor öffnen. Adria war meine Mutter, doch ich weiß nicht viel über sie. Sie starb, als ich noch klein war. Und Onkel Deckard hat mich großgezogen. Der ist neu, glaube ich. Der Gegner, der war bei der Beta nicht da. Krieger, der starb, als Tristram den Dämonen in die Hände fiel. Adria ist die Mutter. Interessant, die müsste ja auch dann zigtausend Jahre alt sein, die Mutter. Schaut, ein verborgener Keller. Folgt mir. Oh, da hatte ihre Geheimnisse. Die Leute sagten, sie sei eine Hexe gewesen. Aber ich habe ihnen nie geglaubt. Ja, ich bitte dich, sie hieß ja auch Hexe Adria. Ah, Kessel. Oh, Dalton. Das ist dann wohl der vergeblich gestorben ist.
nicht genug Hass. Ups. Das passiert, wenn man den Gegner nicht rechtzeitig killt. Dann fängt er an, irgendwelche Sachen herumzuzaubern. Ja, mal schauen. Ich werde nur noch mehr gefürchtet. Füße haben wir jetzt. Damit können wir die Gegner verlangsamen. Hier ist der Schlüssel. Und das Tagebuch meiner Mutter. Das, was ich bisher gesehen habe, erschreckt mich etwas. Ich will mehr über sie erfahren, aber das kann noch warten. Zuerst müssen wir Onkel Deckard retten. Ich werde gehen. Bleibt hier und findet heraus, was ihr könnt. Vielen Dank. Aiden ist letzte Nacht zu mir gekommen. Ich ahnte, was sich in seinem aufgewühlten Herzen verbarg. Ich tröstete ihn so gut ich konnte. Dennoch, wohin auch immer er aufgebrochen ist, die Hölle wird ihn verfolgen. Der Schatten droht, Tristram erneut einzuhüllen. Aber wie Aiden werde ich verschwunden sein, bevor es soweit ist. Und wer ist Aiden? Hör ich jetzt zum ersten Mal den Namen. Kein Wunder, dass die anderen gestorben sind. Das war eine Falle. Aber nicht für mich. Ihr könnt ruhig auch ein bisschen Schaden machen. Außerdem sollte mich angreifen und nicht die Leichen schänden. Gibt's ja gar nicht. Geht zur Kathedrale. Ja. Da ich nur in eine Richtung laufen kann, bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Kathedrale von Tristram. Hier ist nichts. Ich bin jetzt ganz in der Nähe des gefallenen Sterns. Weil ab und zu sind irgendwo immer so Kisten versteckt oder so. Ich möchte ja gern alles öffnen. Wenn ich schon nicht 100 Mal spiele. Mhm. Interessant. Also eigentlich sind wir hier oben runtergesprungen. Jetzt landen wir da. Naja. Ist der Stern also zu Boden gefallen? Das Ziel mit der Jagd muss in der Nähe sein. Kann ich eigentlich Untertitel einstellen? Oh, das wäre auch toll. Aber eigentlich, mir wäre toll, wenn man hier für Questdialoge. Sowas wäre toll. Weil man nicht immer alles versteht, dann kann man es wenigstens lesen. Wieder Bücher. Ich habe nicht ganz sehr viel Geld, was hier runterfällt. Lachdanans Schriftrolle. Mein Name ist Lachdanan und ich bin verflucht. Ich war einst der Hauptmann von König Leoriks Armee, lebte nur für mein Land und meinen König. Niemand liebte seinen König mehr als ich. Selbst dann noch, als ich meine Klinge in sein dunkles, verdorbenes Herz stieß. Ah ja. Okay. Aus Liebe steckst du ein Schwert in sein Herz. Okay.
Man kann es ja übertreiben. Champions. Betrugstoß. Oh, das mag ich gar nicht. Genau deswegen. Ah, genau, ich kann ja Cremefüße machen. Du bist so schlau. Nicht genug Hass. Nicht genug Hass, ey. Säbel des Winters. Was ist das? Ein Schwert. Ja. Ich würde aber gerne so ein Crossbow haben, eine Armbrust. Und ich hätte gerne so einen Massenvernichtungsskill, damit ich nicht jedes einzelne Fass einzeln öffnen muss. Öffnen, sage ich schon. Zerstören. Die fette Sau kommt wieder. Hier. Oh Mann, ein Level noch. Ich brauche mehr Hass, um das zu tun. Ich hoffe, ich pack das Spiel alleine. Ich habe nicht genug Hass. Das haben wir schon mal gehört. Das wäre nicht sehr toll, wahnsinnig. Ich kann nichts trinken. Ich kann nichts mehr trinken. Jetzt aber. Ich fühle mich wieder wohl. Musst du eigentlich jeden Scheiß kommentieren? Nicht genug Hass. Ich fühle mich wieder wohl. Ein bisschen mehr Erfahrungspunkte bekommen. Kann ich eigentlich auch sehen? Nee. Das geht natürlich nicht. Meine Kraft ist zurück. Ja. Mach schon endlich mal Level 5. Da schließen wir hier viel zu langsam. Das wäre nicht sehr weise. Hä? Nur weil die Cooldown-Zeit noch nicht rum ist von meinem Getränk? Ist das nicht weise? Was laberst du für eine Scheiße? Wo sind wir eigentlich? Wo müssen wir eigentlich hin? Noch ein Buch. Lacht dann an. Es war Lazarus. Dessen bin ich mir sicher. Nur er fand beim König Gehör und belegte ihn so mit finsterer, bösartiger Magie. Er redete ihm ein, dass ein Angriff aus der Westmark unmittelbar bevorstand. Aus Angst, gegen den Erzbischof aufzubegehren, stimmten die nichtsnutzigen Berater widerstandslos zu und schickten uns in den Tod. Jetzt muss ich gar kurz nachdenken. Lazarus. Entweder ist das ein Charakter aus Diablo 1 oder ist es einfach nur ein Item aus Diablo 2.